So, wir sind jetzt hier am nächsten Tag und ich möchte euch mal ganz kurz den super Schlafplatz zeigen, den der Thomas uns eingerichtet hat. Guckt euch das an. Einfach ein Evoli-Bett. Guckt ihr das an? Der Thomas, ich wusste schon immer, ist ein Kind geblieben. Hier alles dabei. Blitzer, Evoli, Aquana, Folliburbanach, Tarapsiana. Das andere Ding und Flamara. Wenn ihr wisst, was das andere Ding ist, schreibt es mal in die Kommentare. Und hier, da geht nichts. Dreck. Jetzt wollte ich gerade den Stream einrichten, gibt nur Probleme. Ich glaube, ich hüpfe gleich aus dem Fenster. Hoppa! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind jetzt hier. Wir haben eben noch einen Livestream gemacht. Eine Stunde in Gera, sind rumgelaufen zusammen. Jetzt, wenn was ist, wenn Highlights sind, wenn irgendwas, möchte ich das dann im Video festhalten. Und wir stehen jetzt hier in Gera. Vor der Duff-Brauerei. Guck dir das an. Duff-Bier. The Legendary Duff, ne? Die anderen sind irgendwie da vorne an der Ecke. Also die Andrea, der Stendaler, Mann, Pupsi, Thomas, alles. Wir laufen jetzt ein bisschen rum. Wenn irgendwas Cooles passiert, werden wir das im Video festhalten. The Legendary Duff-Bier. Das wird jetzt das Go-Fest. Tag 1 Video. Mal gucken, morgen Tag 2, noch Raid-Video, Raid-Tour, alles, neuer heftiger Boss. Shaymin ist auch am Start, können wir euch dann auch alles zeigen, was wir da so bekommen haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, mal gucken, welche Shinies wir kriegen, welche Pokémon, welche Raids. Wir sehen uns gleich. So, kurz mal die Truppe hier zeigen. Das ist der Pupsi, ne? Das ist der fremde Mann im Hintergrund. Das ist der Pupsi. Das ist die Shinaya, aka Evoli. Das ist der Bauch. Nochmal. Das ist Mystery. Hier, Dame von. Das ist Sabrina Spiel. Guck mal hier vorbei. Alter Schwede, der Vorbau. Guck dir das an. Und hier, alter Schwede, der ganze Bau. Das ist der Thomas. Guck mal, Thomas. Hallo, Thomas. Achtung. Vorsicht. Dankeschön. Da war noch der Schubkan-Mann, der war auch noch dabei. Richtig brutal. Gera geht richtig ab. Und wir haben gerade ein wildes Kuddel gefunden. Obwohl, jetzt ist Kuddelstunde wahrscheinlich gerade. Das habe ich jetzt hier drauf. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man das so zeigt. Das ist Kuddel. So, wir sitzen hier vom alten Megas, hat Thomas gesagt. Der Thomas hat gerade das erste Shiny Milzer gefangen hier aus unserer Runde. Bei mir gibt es hier ein Shiny Girafarig. Ne? WP 17 Level 1 und Schrottenfau. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es hier aussieht. Das bin ich und das ist hier vor mir Girafarig, was da rumsitzt und da ist noch was anderes. Und deswegen versuchen wir das mal jetzt zu fangen. Mit einer Hand, pass auf, jetzt kommt's. Das hat ja einen mega großen Kreis. Ach, großartig, auf die blaue Nase. Hier ist auf jeden Fall trotzdem wirklich mega was los im Vergleich zu Hildburghausen. Also wenn ich in Hildburghausen gucke, so 2 Meter Stadt mit einer Person, die da rumläuft, das bin ich. Und hier hast du auch mal andere Leute. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Wollt ihr das Milzer Shiny sehen? Wollt ihr es später sehen? Sollen wir selber eins fangen? Wir gucken mal. Wir sitzen hier ein bisschen rum. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich fangen soll und was nicht. Und was neu ist, ich glaube, Schnuthelm gibt es, glaube ich, auch jetzt. Auf jeden Fall haben wir hier, überall sitzt Geronimatz rum. Ein Geronimatz nach dem anderen, das ist jetzt gar keins. Das stand daneben oben. Moment. Hier, Geronimatz auch überall. Das ist richtig genial. Und was mich besonders freut, natürlich Kuddel. Kuddelbonbons-Farm. Und jetzt ist das Kuddel auch noch weg. Also doch keine Kuddelbonbons-Farm. Und mal gucken, wer das nächste kriegt und wie man das hier rein basteln alles. Aber ihr seht schon, die Stadt glüht ein bisschen. So, da gibt es die nächste Einladung für den Milzer-Raid hier von, ich glaube, Anamana hat eingeladen. Dumanoman Anamana in einer Lobby mit Basketball, Ramses, Azoro, Silkemi. Ich wollte heute eigentlich gar keine Raids machen, weil ich nicht weiß, was ich sonst filmen soll. Nehmen wir einfach jetzt mal hier den Milzer-Raid mit zu 6. Thomas hat ja schon einen Milzer-Shiny. Vielleicht kriegen wir auch einen Milzer-Shiny oder vielleicht einen 100er. Ich habe vorhin einen 98er aus dem Raid bekommen. Im Stream war das, glaube ich, sogar noch drin. Das geht ja fix, ist ja nur in einer Raid. Macht ihr viele Milzer-Raids? Habt ihr Milzer-Raids am Go-Fest gemacht? Oder habt ihr die Pässe wirklich für andere Sachen genommen? Ich müsste eigentlich Kyoko noch Raids machen. Ich müsste Growder noch Raids machen. Man könnte Milzer-Raids machen. Ach, im Endeffekt kriegt das nächste Woche dann eben C-Day und dann guckst du wieder in die Röhre. 755.
Ist jetzt leider, glaube ich, nicht so krass. Wir nehmen natürlich jetzt die silberne Beere, denn durch die silberne kriegt ihr ja mehr Bonbons als durch die gelbe. Und ich habe über 500 silberne Beeren, also werden wir die wirklich auf die Milzer drauf klatschen. Gucken, ob das passt. Pupsi kommt angelaufen, wir müssen uns beeilen. Und es ist was anderes und die wollen weiter. Und wir drücken nochmal das Kamaub an. Nix, wir ziehen weiter. So, Gera ist so eine Superstadt. Du stehst hier einfach an der Ecke mit dem Handy. Da laufen die Jungs vorbei. Hey, du bist doch Ramses der Dicke, oder? Ich verfolge dich auf YouTube. Sowas findest du in Hildburghausen nicht, ne? Er hat nicht gesagt, dass er ihn folgt. Er hat nur gesagt, er kennt ihn. Ja, ich hab schon mal da sowas gesehen von dir, ne? So irgendwas. Ich hab doch hier doch nicht alles, Mann. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier schnell noch den Kyogre-Raid mitgenommen. Pupsi hat auch schon wieder einen Shiny bekommen, Dummiesel, glaube ich. 23.00. Ich finde, das zweite Habitat ist bis jetzt auf jeden Fall das beste Habitat. Und jetzt müssen wir schnell weg, bevor die Bäckereifrau merkt, dass ich hier sitze. Sonst gibt's Brüche und kein Shiny, aber 23.27 ist ein relativ gutes, aber nicht ein 100er. Aber XL-Bonbons, voll au. Das ist die Jenna, das ist die Pupsi, das ist der Thomas, das ist der Hund von den Mädels und so. Muss man mal so zeigen. Mann, sahen die alle klein und gebogen aus. Das liegt am Superview. So, mitten in der Stadt steht da so eine perverse Maus, die an den Mund schlägt. Guckt euch das mal an. Gib mir Eiscreme. Und die hat sogar das Handy in der Hand. Und was es auf dem Handy gibt, das seht ihr jetzt hier eingeblendet. Das ist das Go Fest Pikachu. Das langweiligste Pikachu, was wir je gesehen haben. Aber auch das gibt's als Shiny. Shania hat schon eins auf dem Kleinen bekommen. Das ist ein Ziel von mir, ne? Aber es ist halt wirklich mega unspektakulär. Ja, unspektakulär. So, da drüben ist das Standesamt, da wurde gerade geheiratet. Hier hat gerade, ich weiß es gar nicht wer, der Elefantenfika eingeladen oder so. Irgendjemand hat eingeladen. Wenn ihr noch wisst, wer den Groudon Raid eingeladen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Den machen wir jetzt hier fix trotzdem noch. Und ich glaube, das ist der letzte Raid, den ich mache über eine Einladung. Ich muss ja meine freien Pässe wegmachen eigentlich. Man kommt aber immer zu den Versuchungen, da anzunehmen, weil beim GoFest damals, 2020, habe ich aus einer Groudon-Einladung von Frau Deluxe ein 100er Groudon bekommen. Wir gucken gleich mal, welche WP der hat. 23,51 ist das 100er. Mir kommt es gerade nur auf XL an. Es ist 22,92. Es könnte noch ein Shiny sein. Und es ist, jetzt hätte ich ja sehen können eigentlich, wer eingeladen hat, es ist kein Shiny. Aber guckt euch mal den schönen Brunnen an hier. Da stehe ich, da ist das Standesamt, da wird geheiratet. Und da plätschert die ganze Soße runter in den Brunnen rein. Die anderen sitzen irgendwo da drüben in der Ecke, also auf der Bank, und machen sich's gerade gemütlich. Weiß nicht, ob man das erkennt. Das in der Mitte, dieses U-förmige, ist der Thomas. Das mit den Ohren ist Shania. Das mit dem Pikachu auf dem Kopf, das ist der Stargast. Und rechts sitzt Pupsi und isst Wiener Würstchen. So, wir sind im nächsten Habitat angekommen. Jetzt sind hier überall Pflanzen und so Zeug. Knilz ist auch am Start. Und guckt euch mal diese besonderen abstrakten Kunstwerke an. Da sitzt ein nackter Typ im Fenster, wenn es überhaupt ein Typ ist. Der hat irgendwie eine Gabel mit einem Stück irgendwas in der Hand. Wenn das nicht schon pervers genug ist, sieht es hier vorne noch schlimmer aus. Da seht ihr nämlich gerade einen saftigen After. Guckt euch das mal an. Ja, das ist halt, das ist Gera, jetzt haben wir es wirklich. Hier haben wir jetzt ein Shellas, das brauchen wir noch für die Sammlerherausforderung. Und dann sind wir mit der in diesem Habitat auch fertig und können wieder weiter gucken, ob wir endlich dieses blöde Pikachu bekommen. Grüße gehen raus an Dani der Digge, ne? Wir haben auch hier einen saftigen Donutladen gefunden. Das ist aber nicht Stange in Donuts, das ist nämlich Philex Donuts. Und so sieht es jetzt ungefähr auf der Map aus, wenn wir mal gucken. Ihr seht, es regnet jetzt im Spiel. Das ist Gera. Hier hinten, mir fehlt irgendwie ein Hydropi, glaube ich. Hydropi fehlt noch. Ich brauche noch ein Hydropi unbedingt. Bitte gebt mir Hydropi. Ich weiß gar nicht, was ich anklicken soll. Hier ist Tropius. Ist kein Hydropi, ist ein Tropius. Ist so ähnlich. Nehmen wir mit. So, jetzt können wir euch auch nochmal diesen komischen, diese Skulptur zeigen hier vor den Gera Arkaden. Da war nämlich hier dieser Löwe. Lions International Lions Club Gera. Und da ist sogar ein schillerndes Taubsi. Guck dir das an. Das ist der Spatz auf dem Rohrdach. Was? Das ist der Löwe. Das ist das schlechte Wetter.
Jetzt haben wir auch gerade noch ein fettes Pam-Pam bekommen. Pam-Pam aus dem Rauch. Richtig genial, wird sicherlich hier eingeblendet. Pam-Pam, cooles Pokémon. Nehmt's mit, sammelt Bonbons, sammelt XL. Nehmt 500er mit, macht eine 6er Armee draus. Eins fehlt noch, alles wird gut. Wir suchen jetzt eine Toilette und Bier, weil der Thomas hat Bierdurst und dann... Immer der Thomas. Immer. Hallo, ich. Thomas. Immer ich. Wir müssen den kleinen Thomas filmen. Und die wilde Shinaya müssen wir auch filmen. Im Pokémon-Outfit. Also wer das da nicht, das ist Leidenschaft oder so. Und alle stehen hier rum und gucken am Handy. Und ich meine nicht wir, da die Skera. So, wir haben jetzt noch ein Milzer-Raid gemacht. Die Lobby war voll, 20 Mann. Ihr seht gerade noch die Belohnungen reinfliegen. 3500, das Mondlicht war auch drin. Jetzt die Frage, wer hat das Shiny? Wer das Beste? 759 ist 61. Schlecht. 61. 754, 751. Genau. Pupsi hat ihre Extra-Lobby. Das sind die Gera-Arkaden. Das sind die Gera-Arkaden. Was ist denn? Dreimal fertig. Jetzt, die Lobby ist voll. Das heißt für mich, die Lobby ist voll und nicht, die Lobby ist nicht voll. Also wir gehen mal rein. Die Lobby ist voll. Ich fange jetzt das Milzer. Ich weiß nicht, warum die heute alle so auf Streit aussehen und so gebürstet. Wildes Panpyro auf der Rolltreppe gefunden. Die anderen suchen gerade eine Toilette. Der Ramses rollt die Rolltreppe rauf und runter und guckt mal, ob er den Rest wieder findet. So, wir sind jetzt in den Gera Arkaden. Hier ist auch eine super Eisdiele. Hier ist auch ein Inkognito, was ich vergessen habe aufzunehmen. Ich muss mal kurz die Bildschirmaufnahme anmachen. Jetzt ist das Inkognito-Tal. Jetzt kann man das Inkognito fangen. Glaube ich. Großartiger Wurf, das sieht gut aus. Wir haben es eingetütet. Eins, zwei und es ist drin. Wunderbar. Jetzt muss ich die anderen wieder suchen. Wir sind schon nämlich davor gerannt. In den Gera Arkaden. Ja? Ich kann da mal einen Wegfilm her, wo ich jetzt hier langlaufe. Das sieht dann nämlich ungefähr so aus. Aus der Ego-Perspektive. Ich habe schon wieder einen Wasserfall gefunden, mitten in den Gera Arkaden. Der sieht aber diesmal so aus. Ne? Und wir haben die Sammlermedaille jetzt auf 50 vervollständigt. Guckt ihr das gelbe iPhone an. 50 auf der Sammlermedaille. Da können wir aus dem Habitat, glaube ich, noch die Belohnung abholen. Was ist da drin beim Abschluss? 2022 Staub gibt es die ganze Zeit. Da gibt es wieder einen Rauch. Finde ich eigentlich cool, dass bei jedem Ding immer wieder ein Rauch drin ist. Hier ist auch noch mal ein Pam-Pam drin. Tüt man natürlich auch ein. Können wir vielleicht ganz kurz bewerten noch fürs Video. Ansonsten sieht es hier übelst chillig aus. Guckt euch hier die Bänke an. Sieht aus wie eine riesengroße Raupe. Der menschliche Tausendfüßer. Ist ein schlechtes Pam-Pam. Ich suche die anderen wieder. Die hauen nämlich immer zu ab. Die mögen mich nicht mehr. Da wären auf jeden Fall Erinnerungen wach, weil wir damals ja zur Safari-Zone in Gera schon mal hier waren, wo auch Kangama überall gesessen hat. Sind wir hier vorne um die Ecke reingekommen. Dann hast du hier in diesem Innenhof gesessen, die Tür war zu, hier die Tür konntest du durchgehen. Die meisten Leute haben einfach hier immer im Innenhof gestanden, haben die ganze Zeit gezockt, haben ihr Ding gemacht, haben Kangama gefangen. Ich konnte damals kein Kangama fangen, bei mir ist keins aufgetaucht, weil ich einen Shadowban hatte. Damals hat keiner gespooft, alles war super legit, aber es gab diese IV Go App, wo du eben deine IV automatisch berechnen lassen kannst, dass du durch deine Liste gehst und siehst die IV und dann musstest du dich mit deinen Zugangsdaten anmelden und wenn du das gemacht hast, hat der Yannick das als Drittanbieter-App und Fehlzugriff und sonst was und Scheiße. Was hast du denn? Danke, Hannes! Danke, Hannes! Ja, Pupsi hat einen Shiny bekommen aus dem Hannes seinem Raid. Hannes hat nämlich gerade eingeladen zum Milzer Raid. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Shiny vom Hannes seinem Raid und es ist nichts. Danke für nichts, Hannes, aber 776. Hannes, mach keine Faxen, wenn das jetzt ein 100er ist. Wir haben vorhin irgendwas mit 50er gehabt, mit 60er, mit 70er, 1298er. Ist das vielleicht das 100er? Ich weiß es nicht. Wir müssen es bewerten. In Gera, hier, wo die Safari-Zone war, mit Kangama, Pupsi, Shiny, Hannes, Ramon, ich. Ach, es ist ein 96er Hannes, jetzt reicht's aber wirklich. Erst kein Shiny, dann kein 100er. Dich lösche ich von der Liste. Nein, aber das kennt man hier. Da vorne geparkt, hier runtergelaufen, zack.
Da kamen sie alle an, alle sind dahinter in die Ecke und da haben alle auf dem Boden gesessen und haben rumgekörpert an einem Sonntag, weil es war ja alles zu. Aber Safari-Zone gezockt. Grüße gehen raus an den Plattfuß Indy. Ich hatte jetzt die Möglichkeit beim Jojo mitzumachen oder beim Plattfuß Indy. Und nachdem Pupsi jetzt ein Shiny hat vom Hannes, habe ich gedacht, ne, probiere ich auch nochmal ein. Ja, wenn grün ist, musst du fahren. Bei rot musst du erstmal in die App gucken, ob eine Arena in der Nähe ist zum Drehen. Hast ja dann Zeit. Das sind die Regeln in Gera. Wir sind immer noch bei den Geraner Arkaden. Das heißt Gera Arkaden. Mann, ja. Ramses, es ist aber gut hier. Da sind sie, guckt sie euch an. So, bin da. Thomas fällt gleich um. Vor Begeisterung. Eule war auch dabei. Wir gehen jetzt mal rein. Gucken mal, ob wir hier Shiny jetzt haben aus diesem Raid. Nein, Plattfuß Indy. 943, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch, weil jetzt ist ja Wetterboost. WP mit Wetterboost. Siehst du, Thomas, wenn man hier redet, gucken die Leute und es ist egal. Ja, ich kenne die ja nicht. In Hibu kannst du das nicht machen. Ja. Da gucken die und die kenne ich nicht. Und dann ist es egal und die sehe ich nie wieder. Und die denken, was hat denn der da für ein Mikrofon in der Hand? Wenn wir reingucken, hinten sehen wir uns, ne? Vielleicht ist es jetzt ein 100 da. Es ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Richtig brutal. Danke, Plattfuß Indy, trotzdem dafür. Ihr macht den Raid, ja? Ja. Ist da noch Platz für mich? Ja. Nee. Können wir da noch wen einladen, ja? Ja. Habe ich noch einen Pass? Ja. Aber Kyoke kann man doch so schlecht fangen am Weltmosaik. Schnell, wer ist online? Wir gucken. Flex, Max, Skinny, Prinzessin, Kommandant, alle eingeladen. Und wenn das was Gutes ist, zeigen wir es euch. Wenn nicht, dann lassen wir es halt sein. Der Excavator einfach rausgegangen ist, ne? Ist das aber? Das ist hier eine Excavator! Guckt euch Gera nicht von an. Hier. Der ist nicht von hier. Das ist Gera, ne? Ich hab den eingeladen, jetzt ist er wieder drin. Guck. Rein, raus, Excavator, du weißt, wie es geht. Wir haben ihn jetzt zum Österreicher in den Tisch gesetzt, weil der Thomas ja Bier trinken wollte. Und die Shinaya hat einfach ein Shundo Hydrobi gefangen. Shiny 100%. Der Thomas hat im Fangbildschirm noch sein Shiny Pikachu. Pupsi durchwühlt die Eiskarte. Der Suche nach Essen, hier gibt's Erdbeerweizen, versteht ihr? Und ich habe so ein lausiges Knilz im Fangbildschirm. Das ist aber nix. Wie es sonst aussieht hier, können wir da einblenden. Was waren noch für Fragen offen? Wollt ihr jetzt was essen? Da muss ich in die Karte gucken. Aber eigentlich habe ich keinen Hunger, denn ich trinke ja gleich ein Punigama. Klingt wie Punika. Pass auf, mit Ansage jetzt. Das ist ein 100er. 934, wir werfen mal einen Hyperball drauf. Einfach fabelhaft, weil wir haben die Skills in der Mütze versteckt. Deswegen hat der Thomas heute auch die Mütze auf, ne? Hallo Thomas, hallo Thomas. Hä, es ist rausgekommen, okay, Moment. Der Thomas hat uns wieder abgelenkt. Ich hab jetzt auch 2 Bälle gebraucht. Jetzt ist es so grün, wie grüne Wiese. Jetzt haben wir auch nur großartig geworfen, weil wir haben ja jetzt, dadurch, dass es grün ist, brauchen wir nicht mehr gut werfen. Nur noch großartig statt einfach fabelhaft und es bleibt trotzdem drin, dann ist es verwirrt. Das Ding, die Skills lassen nach, aber die Bären hauen rein. Und es ist ein 100% Hydropi in Gera beim Pundigama Biertrinkwettbewerb. So, der Chef hat jetzt noch eingeladen zu einem Milzer Raid. Die Jenna ist auch drin. Mal gucken, vielleicht ist das jetzt das Shiny. Thomas ärgert sich gerade total über sein Bier. Ja, hup dich auf. Hoppa, genau. Der Thomas ärgert sich über sein Bier. Das sind die Hochzeitsmädels und Boys in the Hood. Für dieses große Bier und dieses kleine Bier. Obwohl das genauso aussieht, wurden genau gleich viel berechnet. Da freue ich mich, dass ich das Große genommen habe. Der Raid ist ohne mich abgelaufen. Ich musste gar nicht drücken. Ich gucke mal, ob es das Shiny gibt. Und wenn nicht, dann muss ich einen trinken. Och, da muss ich wohl einen trinken. 922, Cheffe. Wegen dir werde ich noch süchtig nach Bier. Hä? Nein, wir tüten das kurz ein. Wir nehmen mal einen Schluck vom Pundigama. Ich habe das 100er Hydropi jetzt extra Pundigama genannt. Prost, Thomas! Auf Gera! So, auf die Arkaden! Prost, Jenna! Prost! Prost, Pupsi! Mit deinem Erdbeerweizen! Kennt ihr auch Erdbeerweizen? Ich gehe jetzt mal in den Wal rein. Thomas geht in den Wal rein. Kommst du mit in den Wal rein? Brethering! Brethering mit Bratkartoffeln! Und hier wird gekämpft gegen den Brethering.
Siehst du, wenn es ein 100er Shiny wäre, dann nennst du es einfach Brathering. Das ist doch auch gut. Weil der ist ja dann rosa durchgebraten. Oh, meine Karte ist weg. Ja, komm, wir drücken auch mal drauf. Brethren. So, ich will ja nichts sagen, aber jetzt weiß ich, wie sich das Schilling gefühlt hat. Wir machen gerade den Raid. Das Team ist gestorben. Normalerweise kommst du dann zurück in die Lobby, kannst dann mit dem neuen Team zurück in den Kampf wieder rein. Bei mir ist aber einfach dann, nachdem das Team tot war, der Bildschirm weiß geworden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. App neu starten hätte man machen können, aber der Raid ist schon weg. Der war ja nur noch 2 Minuten da. Der Raid ist jetzt nicht mehr da. Wenn ich die App neu starte, ist da keine Arena mehr. Das war's. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, was ich warten soll. Die haben gesagt, kannst ja kurz warten. Vielleicht, wenn der besiegt ist, kommt automatisch der Fangbildschirm, irgendwas. Es ist besiegt, es passiert nichts. Jetzt soll ich warten, bis die Zeit abläuft. Mal gucken. Wenn nicht, ist der Pass weg. Na, Jentik ist schuld. Dann schicke ich direkt mein Raid-Protokoll ein, wer das nicht kennt. Ne? Und dann wird der Account noch gebannt. So. Keine Ahnung, wir warten mal die 30 Sekunden ab, solange kriege ich noch ein Bierle und dann... Was ist denn jetzt schon wieder? Der Thomas hat schon wieder ein Shiny Galaflampion bekommen. Noch 15 Sekunden. Meint ihr, das wird? Dass er plötzlich die Zeit ist abgelaufen, kriegst du 500 Staub, tschüss. Wir haben es besiegt, wir haben es besiegt. Ich war dabei, aber 3, 2, 1, eBay, meins. Nix. Das hat sich komplett aufgegangen, das Spiel. Schade. Das heißt, wir müssen neu starten, wir können nichts mehr machen, wir können nichts andrücken. Pass es weg, danke Niantic. Mach dir bitte gar keinen Stress. Jetzt aber mal ernsthaft, Niantic, mach dir wirklich gar keinen Stress, ja? Ich schwöre auf das Raid-Protokoll, wenn wirklich mal was ist und der Raid-Pass verloren geht, schick das Raid-Protokoll ein. Siehst du hier, 808, ne? Hochladen, alles klar, wird hochgeladen. App zu. Das macht es jetzt die ganze Zeit. Sobald ich den nächsten Raid mache, ist das Ding weg, überschrieben. Ich kann es nicht hochladen. Das geht nicht. Es ist weg. Ich krieg nicht mal den Pass wieder, weil ich nicht mal das Raid-Protokoll hochladen kann. Niantic, mach dir bitte gar keinen Stress. Prost. So, die Mädels haben jetzt Hunger. Das heißt, da gibt es jetzt Strammermax für die Shenaya, Würzfleisch für die Andrea. Und ein Schnitzel mit Spiegelei für die Pupsi. Ich fange jetzt das letzte Petsnief, weil wir sind ja im nächsten Habitat. Und im nächsten Habitat gibt es natürlich wieder eine Sammlerherausforderung. Und ich bin jetzt gerade dabei, die abzuschließen. Ihr seht, das ist das letzte. Jetzt müsste ich hier eigentlich auf 51 aufsteigen. Bam! 50, 50, 51. Jetzt holen wir mal die Belohnung ab von diesem Habitat. Und dann sind theoretisch alle Habitate durch. Es ist dann 14 Uhr, wo es neu startet und nochmal alle 4 Habitate beginnen. Hier ist noch ein wildes Flampion drin. Und guckt euch mal diesen herrlichen Wagen an. Wein des Monats, grüner Veltina, saftige Frucht nach gelbem Apfel und Grapefruit. 3,50. Hier kostet alles 3,50. Guckt euch die Blumen an, guckt euch alles an. Super, da ist eine Bank. Da setze ich mich jetzt hin, damit ich... meine Ruhe ab vor den anderen, die drehen ja total durch. Und ja, FC Mary hat auch gerade zu einem Milzer-Raid eingeladen. Eigentlich wollte ich gar keine Milzer-Raids machen, jetzt habe ich schon so viele gemacht und ach, ich habe keine Ahnung. Freie Pässe hat man auch noch, Crowd und Kyoko wird immer mal nebenbei gemacht. Ich kann auch mal das Essen abfilmen, wenn es da ist oder so. Das ist das, worauf es ankommt und mal gucken, was noch so geht. Pikachu muss her. Bei dir auch. Oh, das hätte ich auch genommen. Das ist strammer Max, wa? Das, der sieht gut aus. Günstige Preise, lecker, ja, ausgesehenen Dings. Hier, das Schnitzel 55 mit Ei. Und Krautsalat. Und Krautsalat. So, der Jojo hat gerade eingeladen. Ich sehe, der Heise ist auch drin. Heise. Grüße an den Tobi. Tobi der Heise. Das ist ein Milzer-Raid. Vielleicht kommt ja jetzt das Shiny. Oh mein Gott, da sind wir durchgelaufen. Gestern, ich glaube, ich langsam lerne ich Gera ein bisschen kennen, ne? Bisschen, aber nur bisschen. Hier ist das Koch und Event Studio. Der Raid ist auf jeden Fall um. Ja, gucken wir kurz, ob wir das Shiny haben, ob wir das 100er haben, ob wir sonst was haben. Österreich am Markt, das ist sehr gut. Kommt mal hierher, esst mal hier. Spiegelei war super, Schnitzel war super.
Schnitzel mit Super, mit Milzer. 743, ich glaube, das ist das Schlechteste, was ich bisher hatte. Egal. Werfen mal einen Ball drauf. Das ist das heiße Milzer, weil das ist ja, wo der Heise drin war. Jetzt laufen wir mal zurück zum Rest, weil die Mädels ja, wie gesagt, immer noch am Essen sind. Theoretisch, Thomas hat auch gesagt, du könntest den ganzen Tag hier sitzen, bei jedem Raid ein Bier trinken, zwischendurch immer ein Schnitzel essen. Immer wenn einer ein Shiny hat, bestellt man Schnitzel. Immer wenn ein Raid ist, trinkt man ein Bier. Und so geht der Tag auch um. Ich suche immer noch das Pikachu. Ich kann nicht ohne Pikachu heute diesen Tag beenden. In 10 Minuten wechselt das Habitat wieder. Dann gehen alle 4 Stunden von vorne los. Und dann bin ich explizit auf Pikachu-Suche. So, Adoma-san digitiert zu Adumme Sau. Nein, ich hab gestern extra ein Geschenk geschickt, weil ich gedacht habe, okay, das leveln ja eh alle um 10 Uhr, das wird schon passen. Und was macht der dumme Sun? Was macht der dumme Sau? Der macht einfach um. Es ist 13.57 Uhr, als ob da jemand noch ein Glücksei anhat. Das machst du am vorher, ne? 10 Uhr wird ein Glücksei gezündet. Lösche ich den jetzt? Lösche ich den nicht? Eigentlich ist es ein korrekter Bursch. A dumme Sau. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt einen Spitznamen geben. Naja, egal. Das war, Punkte sind ja nicht alles. Ne? Deswegen nehmen wir jetzt dieses Galapantimos mit, wo damals die Leute ein Ticket kaufen mussten für 8 Euro und mussten schauen, dass sie da das überhaupt fangen können. Und jetzt kriegst du es hier wieder hinterhergeworfen. Das ist das Go-Fest, Leute. Euch entgeht nichts. Selbst wenn ihr jetzt hier was nicht kriegt, kriegt es ja dann nach dem Go-Fest irgendwann. Ihr müsst nichts kaufen, ihr könnt aber. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Ah, dumme Sau, ne? Grüße gehen raus. Gera ist so speziell, hier werden sogar ganze Straßen verkauft. Guck, Straßenverkauf. Versteht ihr? Die verkaufen Straßen. Deutsches Kindermedienfestival. Deswegen. Wenn du alles hast. Guten Tag. Warst du da auch schon mal beim Deutschen Kindermedienfestival? Nö. Bist du kein Kind mehr? Nein. Der Jojo hat jetzt schon wieder eingeladen zu einem Milzerät. Der Heise ist auch drin. Der Dole Pi ist drin. Pierre, wenn du das siehst. Grüße gehen raus. So, wir machen mal kurz das Milzer. Vielleicht ist es ja ein Shiny, auch wenn ihr nicht der Hannes seid. Das Shiny gibt's auch überall. Habt ihr den lustigen Mann gesehen, der die lustige Musik gesungen und gespielt hat? Das war doch total toll. Das ist Gera, ne? Das erlebst du nirgendwo. Und es ist ein, pass auf, ein Pokémon. Nix mit 743, brauchst du gar nicht bewerten. So, wir sind jetzt gerade im Kaufland. Koselinchen hat eingeladen für den Milzerät. Wir gucken mal ganz kurz, ob es vielleicht ein Shiny ist. Es ist wieder mal kein Shiny. 917. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich kann euch nur das zeigen. Wir haben dieses Bier gefunden. Das ist ein Altenburger Sommerhell Limited Edition sommerliches Schankbier. Richtig genial mit Bügelverschluss. Wir fangen jetzt noch das Milzer im Kaufland. Aber das ist eh schlecht, weil das hat weder Boost, ne? Was ist da schon wieder los? Jenna, was machst du da? Da warte. Wir müssen Thomas gleich wieder suchen. Der ist hier auch irgendwo verschollen. Das Bier habe ich jetzt für den Thomas gekauft. Der musste kurz auf die Toilette. Ist fast das Schlechteste, was du kriegen kannst aus dem Raid. Hä? Was? Hä? Von Max hat eingeladen. Die Sandra hatte eins, genau. Ja, Thomas, ich muss hier arbeiten. Es geht nicht so einfach. Ich bin Bauarbeiter. Der ist immer auf der Straße. Schein. Zeig schon mal, Thomas, was hast du schon wieder gemacht? Der Thomas fängt mit dem Ball ein Pokémon, ein Shiny Pokémon mit 3 Sternen, also die oben Schnuthelm. Und es ist ein, pass auf, ein Shiny, was einfach nur eine gelbe Schnute hat.
Mit 3 Sternen. Hey, super. Ja, Sony Shinaya hat sich jetzt hier noch einen Shiny Milzer gegönnt. Ja, von Matze eigentlich. Und das ist die Mystery-Frau, die man nicht filmen dürfen. Die hat immer noch einen Vorbau dabei. Und da kann man vorne sogar reinfilmen. Mit Einkaufszettel. Und hier, ne? Ja. Der Mac MC, guck. Bin auch bei. So, wir sind jetzt hier in Gera im Park der Jugend. Das ist ein Denkmal vom Karl Wattenburg. Da steht der Rest. Da drüben ist überall Müll, hat der Thomas gesagt. Den Müll müssen wir auch gleich noch abfilmen. Wir haben schon wieder einen Milzer-Raid gehabt. Wir haben angenommen, Specki war es, glaube ich. Wir haben den Milzer-Raid gemacht. Ist wieder kein Shiny gewesen. Ist wieder kein Gutes gewesen. Haben wir einfach weggelassen. Mal gucken, was noch so geht. Jetzt ist nämlich schon wieder das zweite Habitat da. Das zweite war richtig stark. Mit Schnute, mit Geronimatz, mit Milzer, mit Lavita, mit allem, was richtig fett und groß ist, ja. Und wenn auch irgendwo Müll ist, dann filmen wir den natürlich auch ab und sagen, das ist Gera. So, der Jens hat schon wieder eingeladen für den Milzer-Raid, ne? Und hinter mir seht ihr ein Bild vom Thomas. Ich muss immer den Thomas ärgern, alles ist Thomas. Das ist ja eigentlich ein Luftballon, wenn man das so sieht, ne? Da ist die Schnur, da ist es zugebändelt, da ist hier der ganze die Luft rein und dann, das ist Thomas. Das sieht auf jeden Fall richtig herrlich aus, richtig stark, richtig gut gemacht. Wir machen jetzt trotzdem mit dem Jens einen Milzer-Raid. Das Ergebnis seht ihr jetzt gleich, die anderen sind schon wieder weg. Vielleicht bin ich auch alleine unterwegs, man weiß es nicht genau. So, zeig mal, was beim Jens rausgekommen ist, kurz aus dem Raid. Nichts mit 766. Dürfte auch nichts sein, irgendwas mit 77 war vorhin schon richtig krass. Das war schon fast gut. Also, guckt euch nochmal Thomas an, ne? Da ist der Thomas. Richtig genial. So, wir haben jetzt schon wieder 1000 Milzer-Raids gemacht. Das ist Sienna. Da ist der Thomas. Ich dachte, du wolltest gerade kotzen. Nö. Oder rülpsen. Da ist Bubsi, ne? Und da hinten, ja, die zocken jetzt hier, da hinten ist eine Rutsche, da rutsche ich jetzt runter, da muss ich hin hier. Ach du Scheiße, sieht das hier gefährlich aus und wie hoch das ist. Guck dir das an, das ist die Rutsche und da sind wilde Taubsi. Und wenn ich gerutscht bin und die sind noch da, dann gehen wir da noch hin. So, pass auf. Och Mann. Das funktioniert nicht. Das geht nicht, Thomas. Ah! Jetzt aber zum Taubsi, pass auf. Taubsi! Das passiert jedes Mal, ich hab's gewusst. Hat einfach so eine hohe Fluchtrate. So. Wir haben jetzt hier einen Bissbark im Fangbildschirm. Wir werfen aber jetzt hier so einen Ball drauf, weil das ist Bissbark und das ist Gera und das ist Gera und das und das und das und das ist Thomas in Gera. Wir müssen aber immer noch das Bissbark fangen, deswegen werfen wir jetzt noch mal einen Ball drauf. Ach du meine, ich krieg's nicht hin. Das wird nichts mehr. Wir sind raus. Und das ist Gera. Ich wusste genau damals, Gera Safari Zone, wir waren hier Döner essen beim Döneria Ardi. Genau. Das sieht ja sehr gut aus auf diesem Schild und auf überhaupt und keine Ahnung, aber das ist zu und deswegen kannst du heute eh nichts essen. Also morgen. Und deswegen, ne, morgen nicht. Morgen habe ich keine Zeit. Guckt doch mal, wie saftig das aussieht. Ruft einfach mal an, ruft mal durch, bestellt euch einen Döner bei Döneria Ardi. Hallo Pikachu, ich verfolge dich. Guck mal die Öhrchen. Evoli, Evoli. Pikachu, hallo. Evoli. So, das ist auch mit Rucksack ist auch noch dabei. Gut. Versteht ihr das? Habt ihr es jetzt verstanden? So, der Thomas dreht schon wieder durch. Sandra versucht gerade, den Ramses zu besteigen. Und ich habe hier
Das nächste Shiny, aber das habe ich ja heute schon mal gefangen. Hat eine blaue Nase, wie der Thomas gleich. Das nehmen wir jetzt noch mit und dann habe ich keine Ahnung. Was ist denn? Setz dich dahinter am besten. Das sieht aus, als hätte er einen Hodensack im Gesicht. Wie der Thomas mit der blauen Nase. Toll, jetzt wollte ich mir gerade ein Gebüsch suchen zum Austreten. Ne? Guckt euch das an, wie super das hier aussieht. Das ist Gera und dann kam das Schnuthelm. Das Shiny Schnuthelm, das sieht man auch noch mal hier, wie das alles aussieht. Hier sieht man noch mal mit Shiny-Symbol dran. Endlich ein neues Shiny. Jetzt müssen wir es nur noch fangen. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Nehmen auch eine goldene Beere. Werfen das mal hier drauf. Und dann können wir heftig angeben und flexen und so Zeug. Was man sonst noch so alles macht, wenn man ein neues Shiny hat. Und, guckt ihr das an, es ist gleich 16 Uhr, noch 2 Stunden und hier das erste Shiny, was neu ist. Mit einer gelben Gesicht. Das ist Gera. So, die letzte Stunde ist angebrochen, ne? Es ist 17.10 Uhr, jetzt sind wir hier lang gelaufen und da ist noch ein Shiny Petsneef aufgetaucht. Ist halt leider nichts Neues, aber egal. Kann man ja mal so zeigen. Da ist Shania, ne? Da ist Pupsi, guck dir das an. Da ist ein Ambel. Wir tünen das noch ein. Gerade ein dickes, fettes. Da ist ein Shiny Knilz. Ich weiß Bescheid. Ich bin ruhig und aus.